Rotes Fass verfehlt, das sollte mir eine Lehre sein und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Tomb Raider. Ja, wir wissen jetzt Bescheid über Vater Matthias, jetzt auf jeden Fall, und hier oben sind noch seine Solari, seine Gefolgsleute, und wir müssen ja noch das Funkgerät oben an der Spitze anbringen, eben für ein besseres Signal. Müssen wir hier Feuer mitnehmen? Ich bin erstmal versteckt. Nee. Gibt's hier hinten noch was? Hier ist noch eine Tür. Das ist ein Spind. Ah, den können wir aufmachen. Nochmal nachschauen lohnt sich. Und hier gibt's Bergungsgut. Ah, das dient also als große Kiste. Da können wir nicht lang. Schade, aber hat sich ja gelohnt. Sonst ist hier nichts, ne? Außer das Fass. Nee. Dann geht's weiter. Da ist ja noch einer abgehauen, außer ihn hat es doch noch irgendwie erwischt mit dem Fass. Wage ich aber gerade mal zu bezweifeln. Pfeile und Bergungsgut. Ah, da hat es ihn hingehauen, oder? Oder nee, Moment, da habe ich einen erschossen, der andere ist weggeflogen. Die waren zu zweit, oder? Nö, er ist auf jeden Fall ein Soldat, also haben wir den auch irgendwie mit erwischt. Ui, was? Ah, hier gibt's was zum Anbrennen. Irgendwelche Propaganda aus Far Cry 4. Die können wir auf jeden Fall zerstören. Entschuldigung. Dann werden wir das mal machen. Hier ist auf jeden Fall das Klo. Aber wir müssen gerade nicht. Ein Teppich wird hier gebetet. Mann. Ungläubige. Aha. War ich also mit meiner Vermutung schon ziemlich nahe. Eins von fünf Transparenten zerstört. Anlassen oder ausmachen? Wenn wir einen Bogen nehmen, dann ist es automatisch aus, das ist klar. Hier bretzelt's, nicht, dass wir uns hier was einfangen. Du Irrer. Ist auf jeden Fall ein Nahkämpfer. Er hat bloß die beiden Stemmäxte dabei und eben zwei Pfeile in sich. Da oben müssen wir rein. Da ist noch ein Schrank, Moment. Beinahe übersehen. Nee, der ist zu groß. Das war bloß das Licht. Das war bloß dieses besondere Licht. Na, wäre zu schön gewesen. Da oben ist noch ein Durchgang. Was gibt's denn hier so alles? Das Glas sieht zerbrechlich aus. Was? Das Glas sieht zerbrechlich aus? Können wir da durchgehen? Da hinten gibt's was. Zum Aufnehmen. Ah, da können wir das da dran werfen. Praktisch. Rechte Maustaste zum Zielen. Und dann brennt die Scheiße. Oh. Nicht, dass wir uns hier noch umbringen. Ah, hier gibt's noch drei. Aber zu drei. Falls ich da das Ding nicht treffe, oder wie? Nun gut. Das Glas zerbrechlich. Ist doch Panzerglas, oder? Sicherheitsglas. Ach so, ha, halt. Wir müssen das Gas hier aufdrehen, dann hier was reinwerfen, um eben weiterzukommen. Denn die Tür hier geht bestimmt nicht auf, oder? Die ging doch schon von der anderen Seite nicht auf. Okay. Dann ist ja alles klar. Also müssen wir uns beeilen. Ey, wir uns hier... Ja, zuräuchern. Au. Oh, was hat denn der für eine Waffe? Ja, das Glas ist zerbrechlich, aber nicht so. Das Gas wirkt schon. Oh, 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 den bombt's doch jetzt weg, ne? Der steht ja direkt am Glas. Oh, oh. Oh, das war ordentlich. Alles zerstört. Okay, dafür waren die Dinger sogar... Oh Gott, wie das jetzt zerlegt hat. Der lebt noch. Wieso komme ich hier nicht durch? Aber der ächzt schon. Da hinten ist er. Ach, das begraben. Na? Gib mir mal dein Sturmgewehr her, oder was das ist? Karabiner? Beende es. Bitte. Maschinengewehr? Soll wir ihnen helfen? Töte mich einfach. Warum? Bist du so schwer verletzt? Du kannst doch wohl den Stein wegheben. Machen wir's.
Na komm. Oh. Hat das noch gezählt? Der war eigentlich schon weg, ne? Da habe ich etwas zu lang gezögert. Etwas zu sehr leiden lassen. Was ist denn da hinten? Ach, das ist wieder so ein Mist. Aber wir haben hier keine Lampe mehr, oder? Wir haben doch hier was zum Anzünden. Da müssten wir doch eigentlich anzünden können. Lara, warum machst du das nicht? Warum willst du hier kein Feuer nehmen? Wir haben jetzt drei Waffen. Wir haben ein Maschinengewehr mit relativ wenig Schuss, eine Pistole und eben auch den Bogen. Und es gibt noch eine Schrotflinte, das weiß ich noch. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Das ist dann wohl einer, der das Gleiche hat, vorhat wie wir, das Ganze hier aufdecken. Eine Expedition, die können auch darauf aus sein, dass die eben die ganzen Wertgegenstände mitnehmen. Ein alter Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Ah, die Achsenmächte haben hier die Stürme untersucht. Was haben sie gefunden? Also schon länger her. Ja gut, hat Lara ja gemeint. Eine Basis aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist dann die Bestätigung. Nun gut. Aha. Bruderschaft für die Sonne. Seid ihr blöd? Achso, mit Maschinengewehr. Hat Lara automatisch genommen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind fast tot. Stirb. Stirb. Da hinten ist noch einer. Stirb auch. Oh, das sind zwei. Aua. Scheiße, die Tür ist zu. Ist das uns Deckung genug? Na, weg. Schubsen. Oh, da ist noch einer. Ah, ist der gleiche. Ja, ich muss die auch wenn schon am Kopf treffen. Der hat was geworfen. Oh, wie viele sind denn das? Ich könnte die Munition aufnehmen. Für das Maschinengewehr. Ich glaube, so langsam bräuchten wir was mal für die Munitionskapazität. Aber noch geht's gut. Oh, das war eng. Da werft das, da werft das. Oh, das wäre beinahe ein Kopfschuss gewesen. Geschafft, oder? Die Musik hört auf. Jetzt haben wir wieder eine Menge Bergungsgut hier. Das blöde Licht da. Das nervt mich noch zu sehr. So kann ich nicht arbeiten. Oh, was für ein Massaker. Also Lara gegen den Rest der Welt. Gegen den Rest der bösen Welt. Wie viele sind denn das? Vier? Fünf? Hier oben war noch eine Kiste. Haben wir die aufgenommen? Ja, schon länger. Fünf, dann hier unten sechs und sieben. Dann da ist da die Nummer 8. Und das war's. Minimum 8 Leute und vielleicht noch oben ein. Upsala. Neues Lager entdeckt. Kartenraum. Gibt's hier irgendwo eine Werkbank oder sowas? Und Geocache. 1 von 2. Und Munition. Dann laden wir mal kurz alle Waffen nach, damit wir wieder mehr mitnehmen können. Das Maschinengewehr. Die Pistole ist voll. Den Bogen müssen wir natürlich nicht nachladen. Dann will ich ganz gerne nochmal hochgehen. Vielleicht liegt da noch was. Oder wir können ja erstmal so schauen. Moment. Da hinten ist ein Explodierfass. Da ist noch was für Bogen. Ah, ist das Lager hier. Das können wir nicht mitnehmen. Da ist ein Flugzeug. Was heißt das denn? 7 Monate? Das heißt ein 7M. 2F, also bei Jahre müsste ein Y stehen, bei Tage in D und bei Monate M. 2F, Jahrhunderte? Nee. Wüsste ich nicht. Oh, was? Achso, Lager. Irgendwas mit einer Anzahl von Flugzeugen, die abgestürzt sind, kann ja ganz gut sein. Bevor ich zum Lager gehe, will ich nochmal kurz was untersuchen. Aber hier ist nichts mehr weiter. Dann
Haben wir noch einen Fähigkeitspunkt? Ja, super. Was wollen wir denn nehmen? Oh. Das ist... Kämpfer. Versetzen Sie Feinde mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Oder halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Das ist, glaube ich, das, was ich eher nehmen werde, zumindest vorrangig. Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Auch nicht schlecht. Und das ist alles noch gesperrt. Okay, dann nehme ich auf jeden Fall mehr Schmerztoleranz. Das ist ganz gut. Dann müssen wir nicht sterben, auch wenn wir gerade nicht gestorben sind. Aber ich bin ja bisher schon ziemlich offensiv rangegangen. Mit unseren Fähigkeiten oder unserer Ausrüstung und dann eben auch mal was für die Defensive. Oh, jetzt haben wir noch das Maschinengewehr zum Verbessern. Hier gab es nichts Neues hinzu. Pistole, ja eigentlich eher das Maschinengewehr. Jetzt wo wir es haben. Also größeres Magazin. Polsterung, Stabilisierung der Waffe beim Feuern. Also auch was gegen den Rückstoß. Das ist noch zu, da braucht es erst das davor, ne? Rücklaufbremse. Gepolsterten Schaft. 3,50 bedeutet 6,50. Können wir uns beides zusammen nicht leisten. Zwei mit Kälbern verbundene Magazine. Oh, Nachladetempo. Schussfrequenz erhöht. Dann würde ich sagen... Größeres Magazin und da die Polsterung. Das beides werde ich mal für das Maschinengewehr nehmen. Aber die Pistole will ich auch nicht außer Acht lassen, weil so Einzelschuss, das kann ganz hilfreich sein. Und diesen Salvenmodus, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr unbedingt. Jetzt haben wir eben dieses Maschinengewehr. Sofern wir eben Munition dafür parat haben. Ach ja, eigentlich sollte ich ja mal langsam schauen, mir doch eben was zu suchen. Ich will die Flasche umstoßen. Um eben mehr Munition zu tragen. Ich treffe die Flasche nicht. Ah, geht doch. Solange wir uns da nicht dran aufratzen. Ah, hier gibt's noch was. Und Munition. Und so ein blödes Poster. Stimmt, das eine Poster habe ich ja gar nicht hinten bekommen. Fires wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Dämonen? Der Sturm? Der hat uns im Griff, das stimmt. Dahinter war ja noch so ein Teil, ne? Also am Lagerfeuer können wir uns kein Feuer holen, aber wie bekommen wir das jetzt klein, dieses Poster? Ist hier noch irgendwas zum Anzünden? Irgendwas Explosives? Nee, sieht nicht so aus. Was Explosives in dem Fall. Da hinten ist aber... Ah, okay. Kommen hier schon Leute? Ja, dachte ich mir noch. Kettenpfeil in der Brust und im Kopf. Oh, schön geflogen. Dachte ich mir doch, dass hier wieder einer kommt. Das kennen wir schon. Ein paar Ecken zuvor ist uns das ja auch widerfahren, dass da jemand ankam. So, die Tür da hinten ist zu, deswegen kommen wir da nicht mehr zu diesem anderen Transparenz, zu diesem Teppich an der Wand. Wir können ja nochmal kurz probieren, ob wir wirklich da nicht mehr durchkommen, aber der Riegel ist zu. Ah doch. Fackel liegt am Boden, solange wir uns nicht die Beinchen verbrennen. Mit Lara. Geht das nochmal gut. Und das Ding war wo genau da hinten, ne? Ja, stimmt, hier waren ja schon die Flammen, aber ich konnte da nichts mehr machen. Und 3 von 5 müssten das jetzt sein. Ne, 4 von 5 schon. Freudensprünge. Die Fackel nehme ich erstmal mit, soweit sie uns denn begleiten möchte. Vielleicht brauchen wir die da oben noch. Ah, sieht schon alles sehr schön aus. Ja, können wir nach oben oder können wir hier durch? Wir können da lang, aber nach oben nicht, oder? Ansonsten würde ich gerne erstmal nach oben, aber das scheint ein eigener Raum, kleiner Aussichtsposten zu sein. Naja, dann bleiben wir halt hier unten und machen einfach mal diese Tür auf. Aufstemmen! Ah, das ist doch der Kontrollraum, oder? Kommt da noch wer? Oh, ganz schön zugelaubt. Er ist schon älter, ob das noch funktionieren mag? Ja. Alex, bist du da? Der Technikfreak. Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut.
Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Super. Schon wieder klettern. Großartig. Richtig großartig, das stimmt. Weiter klettern, da ganz hoch. Da stürmt's doch wie Sau und wir haben immer noch keine Jacke. Lara fängt sich hier noch irgendwas ein, aber erstmal wird was gelesen. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. 1982, Matthias und seine Kameraden, die wollten wieder fliehen, aber er hat gesehen, dass sie aufgehalten werden und das eben bewusst. Wie lange der schon hier ist, ob der schon begriffen hat, was hier herrscht, weil der ist ja schon quasi ein Ureinwohner, kann man sagen. So viele Jahre Erfahrung, 1982, das ist schon eine Hausnummer. Der Typ ist echt nicht ohne, das ist hier wohl abgesehen von Schneid, von Himiko oder der Fluch, der hier herrscht, was auch immer, wohl der Boss auf der Insel. Da geht's rein, um zum Feuer zu kommen, oder was? Ich will noch mal kurz schauen, haben wir hier was vergessen? Pfeile? Sind wir schon voll. Und wir müssen hoch, da ist noch ein Poster, transparent. Ja, und das war wieder mein Versuch zu sprinten. Dann ist das jetzt auch 5 von 5. Haben wir das im Nebenbei herumlaufen? Erledigt. War ja gar nicht so schlimm. Und es gibt wieder extra Erfahrungspunkte. Wir nehmen mal die Fackel mit. Au, heiß. Ah, die Fackel ist weg. Da oben ist also ein Rohr, was an ist. Wo was Heißes durchfließt. Strömt. Ah, heiß. In den Rücken. Das ist mies. Hinhocken. Nicht anecken. Das mit dem Turm muss jetzt mal klappen. Oh ja, was sonst? Schön aufpassen, Lara, wir brauchen dich noch. Ach, wieder treten. Und raus, frische Luft. Ja, immerhin war es uns jetzt nicht wirklich kalt da drin. Der Basis-Außenbereich. Das ist doch nicht normal. Ja, so weit oben sind wir eigentlich gar nicht, ne? Aber ich habe sie schon unten bemerkt, da ist Schnee. Aber schön, was für Wetter wir erleben. Oh, und Lara ist hier oben im Schnee und das kurzärmlich. Jetzt bloß 1, 2 Tops an, das war's. Und eben die Hose und die Schuhe. Keine Handschuhe, kein Schal. Oh Gott, armes Mädchen. Hier gibt's wieder ein Lager. Wir haben, glaube ich, nichts, oder? 144 ist zu wenig. Dann nö. Sparen wir das einfach mal. Da liegt hier noch ein Geocache rum. Die Dinger sind ja sehr klein. So, hier in der Seite entlang. Oh, wieder nach unten schauen. Nein. Nix da. Ach so, die Tasten. Und tschüss. Ey, wollt ihr uns da runterschmeißen? Ich glaub's ja nicht. Blöder Hammel. Aber wo einer ist, sind bestimmt auch noch mehr Reihen. Wie viele sind es? Da hinten ist noch einer. Oh, 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 oh. Sie muss jeden in der Basis umgelegt haben. Das haben wir. Ah, schade.
Kannst du die nicht sehen? Du bist ja blind. Wir haben auch noch mit Y den Zoom-Modus. Ja, genau diesen. Das war eher Hals, aber Hals zählt auch schon als Kopf. Und ich würde sagen, wir ballern, schießen uns hier in der nächsten Folge durch. Und bis dahin müsst ihr noch etwas warten. Und ich sag, ciao, tschüss.